Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Regnum. Wir sind hier auf der Karnevalinsel, ehemals Game Master Island, und machen die Karneval-Quest. Wir mussten jetzt zu Imperia Castle gehen, wieder zurück, und jetzt müssen wir zu Shannery Castle und wir werden sterben. Wir werden einfach nur sterben. Ich muss schauen, dass ich mit vielleicht ein paar Alsen mitkomme, aber die wollen wahrscheinlich nicht zu Shannery Castle. Naja. Also. Heute schaffen wir es. Schaffen wir es nicht. Also die Dinge ist ein bisschen. Die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen gering, weil das ist natürlich schon hart erkämpft momentan. Lol. Hier haben wir ein Boot und als Flagge. Ah, ich könnte rot. Nein, ich kann nie rot nicht nehmen, 100%. Ich kann nicht rot nicht nehmen. Ah, oh, Mann. Teleport Locations sind echt schlimm, ey. Ja, eigentlich kommt man ja aus dem Karnevalsboot. Und ich bin natürlich wieder weggelaufen, wieder zurück. Und, Jupp. Und wer baut eine Windmühle hier in der Borso? So mitten bei einem Nock-Teil da. Was ich nicht aussprechen kann, weil es schwer ist. Komm, nicht außen. Hä? Lockt sich außen. Hä? Was ist das für ein Bug? Jetzt? Ja. Ich bin schneller. Hä? Ist die irgendwie Brain AFK gewesen, dass sie nicht angegriffen werden? Ja. Ach komm, Mann, wie lange geht diese Ding? Auch Geschwindigkeitsboost und alles mögliche. Die haben sogar besseren Geschwindigkeitsboost, die Schützen. Ah, die tun immer die ganze Zeit Ding. Ja. Ist natürlich klar, dass ich die nicht erwischen kann alleine. Ist ja immer wie klar. Großkühl. Hey! Schau! Die kann direkt wieder buffen. Direkt wieder buffen. Also direkt wieder schützen. Das ist unglaublich, wie nervig das ist. Hey, wenn ich die nicht kriege. Ja, die kann direkt wieder einsetzen. Die Buffs sind einfach nur scheiße gemacht. Ah! Die Buffs, ey. Also die Teile. Ist echt schlimm. Jetzt verlieren wir, komm. Wie kein einziger Spieler hier in der Nähe ist, ey. Endlich, ey. Boah, Mann, das Spiel ist einfach so schlecht designt. Es ist unglaublich, wie wir nichts machen können. Wenn wir einfach ein bisschen low-leveliger sind. Nur weil wir low-leveliger sind, können wir einfach nichts machen. Die Killer haben diese Debuffs so was von schlecht gemacht, dass man einfach die ganze Zeit aufgehalten wird. Man wird einfach ständig schwer aufgehalten.
Und jetzt können wir nicht reiten, weil die ganze Zeit diese scheiß Reitsperre ist nach einem Kampf. Unglaublich. Ich fühle mich einfach mega verarscht. Das ganze Spiel ist einfach für Solo-Killing nicht gemacht. Man muss immer die ganze Zeit andere Leute haben. Nur weil diese Kackbugs immer die Stunts, die Buffs und so schlechten Cooldown haben, viel zu geringen Cooldown haben, viel zu lange anhalten und so weiter. Das ist einfach unerhört. Jetzt habe ich die endlich besiegt. Na hier, okay. Kompaktor. Das ist ein guter Name. Er ist kompakt. Er ist der Terminator der Kompaktheit. Er ist kompakt und gepackt. Er ist gepackt für die Pferde. Ja. Kompakt ist gut. Vielleicht hat er das genannt, weil die Jäger ja kompakt sein müssen. Sie müssen klein und unauffällig sein. Das ist eine gute Nachricht. Immerhin etwas, das Schmunzeln auslöst. So, wie gehen wir am besten zu diesem Shanarit-Castle? Oder Burg, wie der Adrian das genannt hat, scheinbar. Es ist ja, Castle ist ein Schloss. Keine Burg. Schlösser sind von den Staatsherren, also von Königen gewesen, nicht zum Schutz, ja schon ein bisschen zum Schutz, aber vor allem zur Schau, zur Schaustellung. Und Burgen sind defensiv gewesen, also da hat's, das hat mit Krieg zu tun gehabt. Und Castles haben eigentlich kaum mit Krieg zu tun gehabt, nur damit Leute gemerkt haben, also die Feinde gemerkt haben, ja, da ist ein Schloss, da könnte eventuell ein Schatz drin liegen und so. Also eigentlich negativ. Die Könige haben das eigentlich so ein bisschen negativ gemacht. Ja, also anspruchsvoll, der war Level 60, der Jäger, also der Schütze. Der könnte fast Level 60 gewesen sein. Stimmt. Ich habe ihn besiegt mit Level 52, merke ich gerade. Ich merke gerade, hier gibt es auch Gegner, die echt gut zum Besiegen sind. Vielleicht level ich mal hier. Genau, ich level einfach mal hier und bei den Nicken. Mal gucken, wie lange ich leveln kann. Machen wir mal einen Livestream, komm. Wir leveln so lange, wie, bis wir sterben. Bis wir von einem Spiel erledigt werden. Einfach mal hier. Deshalb ist das wirklich eine gute Ding. Gegend. Aber das sind wahrscheinlich auch Ecken am Boden. Ja. Könnten eigentlich. Und sind halt Pumas und so. Ne, es geht leider nicht so gut. Also wenn, dann wirklich als Challenge. Aber wir könnten ja zum Beispiel dann einen gut equippten Jäger hier leveln lassen. Aber zuerst müssen wir gute Items für den Jäger haben. Das ist ja erst Level 49. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache das nicht mehr. Ich tue einen Barbar hochtrainieren und sonst keinen einzigen anderen Charakter mehr. Es ist viel zu langsam, aufwendig und langweilig und gestreckt. Ja. Also ein weiteres Mal tue ich mir das wahrscheinlich nicht mehr an. Es ist einfach unglaublich, wie langweilig. Es ist schon mehr als 10 Stunden hier dran sein muss. Ah, die wurden nachgebufft. Ich habe mich damals bei den Egen als Barbar hier gelevelt. Ich weiß noch, war ich glaube ich fast Level 53 fast. Also jetzt bin ich wahrscheinlich am weitesten je. Ich habe ja immer gerne gewechselt, weil es mir einfach zu langweilig wurde dann ab Level 50. Habe ich dann auch wieder gewechselt, um euch ein anderes Reich zu zeigen und so. Das könnt ihr ja alles als Let's Play hier anschauen. Ich habe mehrere Staffeln Let's Play gemacht. Und ja, was ist das jetzt? Rot. Okay, danke schön. Mann, wenn es doch blau wäre, dann könnte ich auch dorthin. Ja, was sollen wir tun? Der Vulkan ist okay. Was ist das für ein Vulkan? Und diese Insel, ah.
von der Warzone-Insel, also von, ja, von der Insel, die ja, über diese Zeppeline zu erreichen ist, wo man kämpfen kann. Ah ja, hier sind die Roten, die Magma-Golems. Ah, ein Magma-Wasserfall. Oder ja, Lava-Fall. Wenn schon. Und hier hat es noch Knochen. Faule Knochen. Die sind so faul, sie stehen nur herum. Bidi-bum. Balala-bala-bum-bum. Ich dachte schon, das wäre ein großer Golem. Ein neuer Golem. Ja, irgendwo gibt es hier bei den Eggen auch noch einen neuen Gegner, wie der Säbelzahntiger hin zu dem Vulkan. An der Mauer. An der Mauerende Zeugs da. Aber ja, ich komme jetzt momentan echt nicht zum Schloss. Doch, ich komme. Ja. Ich sehe aber nichts. Ich so vor lauter Schwarz sehe ich einfach nichts. Keine Details. Ihr habt es natürlich besser auf YouTube, da ist es heller. Aber ich habe natürlich auch Blaulicht weg, deshalb ist es irgendwie dunkler. Ja. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wir sind kurz vor dem Ziel. Erreichen wir es? Das erfahrt ihr in einem 10.000 Seiten langen Buch über meine Geschichte als armer Alse im Eggenlande. Ja, Regnum kann wirklich ein ganz langes Buch sein. Schaffen wir das jetzt hier? Ich wette, ein Schütze killt uns sofort, also greift uns sofort an. Ja, aber was sollen wir tun? Es ist niemand hier. Es könnte ja ein Feind hier sein. Okay. Jetzt gehen wir aber unten durch. Egal, ob wir sterben oder nicht. Ja, komm, wir bringen uns wieder um. Ich hab keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Ja. Und dann wieder so ein AFK-Schützen zu erleben. Und schieß. So. Königreichspunkte. Weil ich in Level 60 erledigt habe. Einfach alleine die Karte 0 Chance. Die waren nur wahrscheinlich auf Stunts gebufft. Ja, das kann man noch machen, das sehen sie auch, aber schreiben oder reden, nee, das ist so böse, da kann man nicht so, sie sprechen nicht unsere Sprache, das ist so gemein, ich fühle mich gemobbt. Ja, dann sollten die natürlich gemeinsame Sachen machen, das ist klar, das ist kein Problem, aber es ist als Witz gemeint, also, ich bin ja, gerne für Fairs, PvP und Airfair. Aber ja, das einfach als Sprache auszunutzen und so, ist schon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie der Joshua das macht, aber ich denke das Gleiche. Dass man auch nicht die Sprache spricht. Die gleiche Sprache. Es wäre geil, wenn man einfach so Nachrichten, PNs schreiben kann. Aber nicht öffentlich. Aber eben, das wird dann wieder völlig ausgenutzt werden, weil die Spieler einfach nur unfair spielen wollen und nicht fair. Ich finde das so doof, dass Spieler eigentlich immer unfair spielen müssen. Vor allem eben so Hacks benutzen müssen und so. Wenn es in Regnum geht, das sowieso nicht, aber ja, in anderen Spielen wird immer sehr viel gehackt. Ah ja, genau, ich wollte ja auch mal wieder League of Legends ein bisschen anfangen. Weil das mittlerweile auch wieder ein bisschen besser läuft dort, also nicht so genervt bin. Von der Steuerung her ist es echt schwer, weil man da verschiedene Kurztasten immer drücken muss. Wie zum Beispiel ja sagen, dass man gerade dorthin nicht gehen sollte zu einem anderen Spieler. Das sind so komische Kurzwahltasten.
Das habe ich nicht so gern. Aber einfach als kurzweiliges Projekt, als Dream und so. Und so weiter. Wenn natürlich schon die DMC, die sind eigentlich sehr bekannt geworden in letzter Zeit. Also ich sehe viele Spiele, die mit der DMC ist. Das ist, glaube ich, Devil May Cry, oder? Ja, das Spiel kenne ich noch, der zweite Teil, aber nur der zweite Teil habe ich auf der PS2 sowas von geliebt. Das war so ein gutes Spiel, das war vielleicht ein bisschen langweilig, weil man eigentlich nur durchgehen kann. Ich muss leider langsam beenden das Video, weil ich jetzt weg muss. Jetzt ist gerade auch der Wecker losgegangen. Damit ich das noch merke. Ja, so 10 können wir noch machen. Und dann, ja, komme ich wieder und werde vielleicht heute auch live streamen, wenn ich nicht allzu müde bin. Ja, ich bin schon extrem müde. Schon jetzt. Mal Hälfte des Tages. Oh! Ein Salamander. Ein Odyssee. Jetzt müssen wir nach Epherias. Ja, ja. Ich weiß. Wie lange geht dieses Karneval-Event noch? Sicher noch lange, weil es hat eigentlich erst begonnen. Vor 5 Tagen oder so. Erst gestern. Gestern war irgendwie ein Update. Was war gestern? Ah ja, der Xim Boost. Eigentlich der Xim Boost. Der Erfahrungs-, der Drop- und der War Master Coin Boost. Genau. Aber der Xim Boost war, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche. Oder nicht vorletzte Woche. Auf jeden Fall, ja, habe ich da kein Geld. Ich konnte nichts gönnen. Ich habe jetzt auch nur einen, so 9000, 7000. Sieht man das? 7200 nur noch. Ja, 9000 war ja der Xim. Ja, 18000 hatte ich, glaube ich, oder so. Genau. Ja, dann lade ich wieder 24000 hoch. Genau. Damit ich wieder Xim Boosts ausgeben kann. Die eigentlich kaum was bringen, weil man einfach viel zu wenig kämpft gegen andere Spieler. Ja, leider. Für ein, ja, 2 Level habe ich gemacht. So, also dann mache ich das mal in der nächsten Aufnahme noch. Ich gehe jetzt irgendwo hier mich ausloggen. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.